So, jetzt geht's weiter mit The Legend of Zelda Link to the Past mit Stormy und der Bombe in der Hand und einer veränderten Steuerung. Denn ich habe mir jetzt den Startknopf auf X gelegt und X auf Start, damit vielleicht ein bisschen weniger Verwechslungen vorkommen. Und ja, bisschen Geheimnisse ausplaudern. Ich nehme das Ding jetzt zum 2,5. Mal auf. Ja, einmal so eine Testaufnahme gemacht, gestartet, ob auch alles funktioniert, denn wir haben ja mit Audio rum. Ich habe ja jetzt ein neues Mikrofon und probiere mit dem Audio rum. Und ja, das soll sich jetzt besser anhören, hoffe ich natürlich. Und besser zu bearbeiten sein und sonst was. Und ich laufe jetzt hier mal ein bisschen hin und her, solange ich erzähle. Ja. Jetzt ist halt einiges passiert bei der letzten Aufnahme. Viele Störungen und dann, nachdem ich die Pause gemacht hatte, ist meine Maus im Bildschirm gewesen. Irgendwie, ich habe sie nicht gesehen, aber die Aufnahme hat die dann irgendwie aufgenommen. Ich schieb die am besten jetzt nur mal zur Seite. Ey, wenn da nachher noch eine Maus drin ist, dann kriege ich echt Kotzen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Was für Fehler da passieren, das ist echt der Hammer. Dann machen wir jetzt mal weiter. Oh, und werden die ganze Zeit von denen vermöbelt. Wir haben nämlich das Buch Mudora. Ihr wisst, die letzte Folge. Und da können wir jetzt in die Wüste und dieses benutzen, um ja verschlüsselte Texte zu lesen. Verschlüsselte Texte zu lesen. Ich nuschel so ein bisschen vor mich hin. Das wollen wir natürlich nicht. Was ist hier? Links Wüste, Geheimnisse. Achtung, Bomben. Bomben. Das sind Minen. Das Minen. Gruß an Runenpriesterin und ihren Clan. Ich weiß leider auswendig gerade nicht, wie er heißt. Tut mir very leid. Ja, ja, dann gehen wir mal dahin. Hier gibt es ein paar Kondoren. Le Pluriel, keine Ahnung. Ah, schöne Sipper. Fuck, und ich... Das, nein! Oh nö, die Scheißwüste ist wirklich ein bisschen dangerous. Also, aufpassen. Jetzt sind wir hier und wir usen jetzt das Buch Mudora und dieses blöde Flatterviech, das Hühnchen da fliegt immer noch um uns rum. Sprich vor dieser Steinplatte einen Wunsch aus. Wirst du erhört, öffnet sich der Weg. Na, 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 na. Oh, bitte, bitte, lieber Gott, tu mir doch den Weg frei machen. Ich möchte da rein, ich möchte die Kette haben, ich möchte ein volles Herz haben. Also nochmal ein extra Herz, meine ich, weicher. Und, bitte. Mal gucken. Boah. 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 Ja, hier sind wir geile. Gott hört auf uns. Oh, mein Gronk. Oh ja, Flatter, woanders, das gibt's doch nicht. Ah, ich bin ein klein wenig gefrustet, weil... Ja, weil... Außerdem habe ich jetzt nicht auf die Zeit geguckt. Ich gehe mal jetzt von 34 aus. Ja, ich muss mir irgendwas Gescheites überlegen, um auf die Zeit achten zu können. Und dieses scheiß Gepiepse geht schon wieder echt auf die Eier. Das muss weg. Das ist nicht gut. Jetzt kriege ich gleich von dem Strahlemann hier eins gestrahlt und... Na! Na, da war, wie das jetzt weg ist. Ich meine, beim Super Nintendo kann es noch gut möglich sein, dass da mal irgendwas verschwindet, wenn es außerhalb des Bildschirms landet, ne? Also, das ist nicht gerade... Also, gehen wir mal nach oben gucken, mal geschwind, nein. Ja, da scheint, glaube ich, nicht viel los zu sein. Das sind bloß Gegner, da gibt es die Fackeln, mit die Fackeln alleine... Hier anzuzünden bringt noch nichts. Ach komm, du bist so ein Arschloch. Jetzt hat er gleich nochmal einen zweiten hinterhergelegt. Das ist überhaupt nicht... Oh, nochmal so einer. Ey, ich sehe es schon. Ich werde nochmal sterben. Das ist echt der Dreck hier. Ich meine, gut. Ich habe mit Leuten geredet, die haben gesagt, das Zelda... Oh Gott! Oh, Scheiße!
das Zelda hier wäre irgendwie besonders schwer, was ich eigentlich grundsätzlich nicht so finde. Also hauptsächlich, ach, da brauchen wir den großen Schlüssel. Ja, dann müssen wir wohl irgendwo eine Tür finden und die ist wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ach komm, lass mich hier schnell durch. Ach, ich sollte vielleicht auch ein paar Viecher kaputt machen, ne, um ein paar Lebenspunkte einzusammeln. Bitte, bitte, bitte. Oh, hier ein paar Töpfe zum Deppern. Ja, gut, 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 gut. Weg mit dir. Ui. Nein! Oh, ey, kaum wirst getroffen, piepst schon wieder. Und ich hab den. Jetzt drück erst recht den falschen Knopf. Jetzt hab ich's extra verstellt. Nö, den tue ich noch nicht aufbrauchen. Der ist für Bosse oder sowas. Also. Was mache ich eigentlich? Ey, ich bin überlastet mit diesen ganzen Gepiepse und Getue und die ganzen Viecher, die hier sind. Meine Fresse, meine Nerven gehen mit mir durch. Du hast die Karte, den Spruch kennen wir schon. Das hätte auch gereicht, hätten sie es einmal ins Spiel eingebaut und nicht tausendmal. Ja, ihr merkt wirklich, ich bin ein bisschen genervt und ich wiederhole mich die ganze Zeit, weil mir nichts Besseres einfällt. Ich kann euch auch erzählen, ein paar Sachen, ein paar Hintergründe, ein paar Geheimnisse. Ich habe ich das schon gesagt, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Ich habe es nämlich schon zweimal aufgenommen und auf jeden Fall letzte Aufnahme in 4:3 aus Versehen hochgestellt. War ein bisschen blöd. Die nächste ist wieder 16:9. Ich überlege sowieso, die alten Videos überarbeitet mit verbesserter Qualität hochzuladen und also Soundqualität vor allem, weil da ja, das hat ja bei mir anfangs ziemlich gehakt. Ich weise natürlich dann auch nochmal darauf hin, das ist immer noch meine Testphase hier. Ihr beobachtet mich hier ja in meiner Testphase nach diesem LP starte ich natürlich, also ja, richtig durch. Man könnte sagen, ja, das ist so, ja, Testphase, ja, also, ja, ich nenne es jetzt mal so, weil ich muss mich ja irgendwie einfinden, ich gucke, was für Fehler ich mache. Das, ich denke mal, es könnte auch andere interessieren, was man so für Fehler macht. Weil ich mache einfach lieber so drauf los und ja, ist halt so mein Ding. Jetzt haben wir das Jetzt haben wir einen großen Schlüssel und können jetzt wieder nach da hinten. Ah, was stand hin und her geschickt hier? Das ist ja nicht wahr. Schwimmer. Ich höre immer ein komisches Wort, wenn die Viecher kaputt gehen. Könnt ihr mal Das ist, sind noch so Rest Hirnkaktivitäten der Kindheit. Shadow River, höre ich da immer. Shadow River. Kann man sich ja einbilden, ne? Also das ist ein Agathe Bauer Sound. Man kann sich sein Hirn so kaputt machen. Nein, wo gehe ich hin? Doch, ich bin richtig. Mann, bin ich gut. Ich funktioniere doch mal. Du hast den Krafthandschuh erhalten. Ja. Spürst du die Kraft in deinen Händen? Jetzt kannst du deine Steine aus dem Weg räumen. Ja. Gut, jetzt kann man die hellgrauen Steine, aber nicht die dunkelgrauen Steine wegmachen. Dafür gibt's dann den anderen. Ich habe ihn ja Power Kick Glaive genannt im letzten Teil. Eigentlich sollte man so Power Punch Glaive so das so ein Scheiß sagen. Also das sind ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Ding und wie waren das nochmal? Ah, genau. Ja, da bin ich als Kind schon nie weitergekommen, weil ich nie wusste, was zu machen ist. Da muss man jetzt aus dem. Das weiß man auch. Da, auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Wer das noch nicht gespielt hat, ist hier ganz schön aufgeschmissen. Also muss ich erstmal auf die Idee kommen, den Tempel durch einen anderen Eingang wieder zu verlassen. Und dann weiterzugehen. Das ist echt mies gemacht. Da verweise ich dann wieder aufs kleine Heftchen, das man damals hatte. Ich hoffe mal, dass hier unten noch was gibt und ich nicht. Ja! Herzteil, schön. Oh, Entschuldigung. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße.
Okay, weg. Und da, da geht's weiter. Also, ja, das war so ein Frustmoment in der Jugendzeit. Das war echt schon ein bisschen mies von denen, was sie da gemacht haben, die Schweine. Da gab's einige Sachen, die auf die musst du. Also, da weiß ich echt nicht, wie soll ich da drauf kommen, wenn du dieses scheiß Heft nicht hast. Oder wenn du nicht lesen kannst. Ja, komm. Ah! Verdammt! Verdammt! Sonst ging das, wenn man doch in Bewegung ist, ging das doch so. Ach ja, wieso warte ich eigentlich? Ja, tut mir leid. Ach, die kann man auch kaputt schlagen, oder? Ach, warte! Nein! Oh Gott! Das mache ich nicht. Ey, Kacke, ich verblute hier schon wieder. Aber ich brauche Energie. Ja, verdammt. Oh, komm. Irgendwo muss noch was drin sein. Ah, nein, du. Oh. Scheiße. Oh, Mann. Können hier nicht ein paar Töpfe stehen? Das gibt's doch nicht. Geben nur Rubine die Säcke. Und ich traue mich jetzt hier gar nicht weiter, weil... Oh, schnell durch da, bevor der uns richtig sieht. Oh nö, da kriegt man auch voll auf die Fresse. Moment, ich merke gerade, ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen im Tempel. Da konnte man eigentlich weitergehen, wenn man... Also im ersten Part meine ich. Also da konnte man... in verschiedenen Räumen eigentlich die Kerzen oder, ja, was sind das, die Fackeln hier an, hier anmachen und dann ging es weiter. Da hat sich die Wand verschoben. Ich glaube, das wird hier, sowas ähnliches wird hier jetzt auch passieren. Das sehen wir gleich. Alter. Oh, geh weg. Wenigstens hier ein paar Töpfe. Ich bin ein bisschen verschlupft, deswegen... Oh. Ja, weiter geht's. Deswegen schlucke ich manchmal so komisch, also, ja. Blöd. Alter, das darf nicht wahr sein, ey, wie ich diese Scheißdinger hasse. Und aus diesen Teilen kommt auch nichts raus. Jetzt habe ich nicht mal den Schlüssel gekriegt. Bin auch direkt vorm Schlüssel draufgegangen. Echt. Echt geil, echt richtig geil. Ja, klar. Ja, klar. Ja, ich laufe doch so gern Kamikaze überall durch und jetzt kann ich das nicht. Mann, ich will, aber ich will. Und ja, ja. Ja. Wenn das blöd läuft, muss ich noch vor dem Boss nochmal einen Cut machen. Oder ich mache mal eine Ausnahme, eine schöne. Wieder. Nach dem letzten Part, der 7 Minuten zu lang geworden ist. Ich meine, ja. Theoretisch wäre es ja kein Problem. Ich weiß ja nicht. So, ja, ich halte lieber die 15 Minuten Parts ein. Das ist eigentlich ganz okay zum Spielen, zum... Ja, also... Nein! Für die User glaube ich auch, dass es am besten ist, wenn man nicht eine halbe Stunde zugucken muss. Jetzt war... Hä? Ach so, ach, was mache ich denn? Nein! Ja, okay, vielleicht den Boss können wir doch noch machen, also ein bisschen überziehen dürfen. Also es scheint ja hier schon... Was ist hier los? Ach du Scheiße. Ach du, den kann man, ja, toll, drück halt den falschen Knopf, gell, das ist echt der Wahnsinn. Dann machen wir vom Boss doch, nein, nein, wir machen es halt spannend, machen vom Boss gleich doch nochmal einen Cut. Komm, mach auf. Alter, geht das gar nicht bei denen? Oder schiele ich nur? Das darf doch nicht wahr sein, gehen die echt bloß mit dem Pfeil und Bogen kaputt? Wirklich? Nee! Schwede.
scheiß Riesenkrabbe, Gedöns, Viech, hässlich. Willkommen beim aggressiven Let's Play. Ah, hier verschiebt sich die Wand. Da gucke ich nachher echt nochmal nach, wenn ich da draußen bin. Ob sich immer noch eine andere Wand irgendwo verschieben kann und irgendwas holen kann. Wäre natürlich nicht so schlecht. Ja, und dann sehen wir uns gleich. Oder doch nicht? Oder? Ah, verdammt, nee, ich zieh das jetzt durch. Verdammt, jetzt. Wie ich das hasse. Ich hätte doch. Also, wenn ab nächstes Mal pausiere ich echt gleich, wenn. Oh, ey, da muss man wirklich. Das Spiel schon so halber durchspielen. Nein! Oh, das läuft doch gerade alles so richtig. Gar nicht gut. Gestresst und ich weiß noch gar nicht, wie ich. Ah, ja, okay, machen wir das halt. Verdammt. Ja, okay, machen wir es halt. Und wir kriegen trotzdem eins ab. Echt der Wahnsinn. Nein! Voll daneben! Hoffentlich reichen die Lebenspunkte. Schade, Schwanz ist nicht. Oh. Ey, das. Oh, alter Schwede. Das ist der für mich beschissenste Part. Ever. Die einen oder anderen werden sich super freuen, dass ich total gefrustet bin in dem Ding. Und man merkt auch, dass ich glaube, ich habe teilweise schon gar nichts mehr gesagt, weil die Viecher hier einfach nur noch nerven. Jetzt machen die kurze Sprünge. Alter, und ziehen kann ich auch nicht. Hey, wie ich mir ein Vier-Wege-Digipad wünsche, das ist echt der Hammer. Alter, okay, dann machen wir das halt im nächsten Part. Was soll's? Schleck mich doch fett, ey. Dann bis zum nächsten Versuch.